nicht anfassen. Ja, bitte, das darfst du nicht anfassen. Sonst geht das kaputt. Das wollen wir doch nicht. Stell es da bitte wieder hin. Bitte, jetzt tu den Stein wieder dahin, wo du ihn hergenommen hast. Also soll die Mutter streng werden, dann unterlass das bitte. Es ist jetzt definitiv Schluss, Kai Julius. Du fängst jetzt an, Blödsinn zu machen. Es ist definitiv Schluss. Vor 18 kriegt er eh kein iPhone. Er wird handyfrei erzogen, fernsehfrei erzogen, süßigkeitenfrei erzogen. Und da gibt's auch keine Ausnahmen. Doch bei ihnen gehen die Uhren anders. Seit 6 Jahren sind sie Eltern eines Sohnes. Ihr ganzer Stolz geht in die Vorschule und hört auf den Namen Kai Julius Donatus Manfredo, genannt Kuschelchen. Kuschelchen, bitte stellst du den Springer ordentlich hin. Du weißt, das sind sehr wertvolle alte Figuren. Er ist clever, würde ich mal sagen, bauernschlau. Nimm die Dame, nimm deinen Bauern weg. Oh, diese blöde Dame. Komm, Schwarz ist am Zuge. Kai Julius. Sollte Kai Julius Abitur machen, werden sein Vater 87 und seine Mutter 70 sein. Ich muss wieder lernen zu spielen. Als Pädagoge muss man natürlich auch versuchen, dann auf dieser Ebene etwas sich anzupassen. Aber ich denke mal, ich muss mir, wenn er heranwächst, immer wieder was Neues einfallen lassen. Dennoch sehen sie vor allem die Vorteile ihrer Familienplanung. Julius Donatus Manfredo, genannt Kuschelchen. Julius ist eigentlich eine Belastung. Noch, ich weiß nicht, was noch, also kommt, richtig. Davon kann er nicht genug kriegen. Wasser mache er nicht, deswegen strecke ich die Milch. Dann morgens kriegt er eine richtige Portion und sonst gestreckte Milch. Schülermeister oder deutscher Jugendmeister, die Konkurrenz ist nicht sehr groß bei den Jugendlichen, bei den Erwachsenen schon. Jedenfalls möchte ich versuchen, dann, wenn er schreiben und lesen kann, ihn dann dem Stenografenverein nahezubringen. Kuschelchen, komm. Kai Julius, komm. Komm. Er artikuliert in seiner Sprache, aber das sind noch keine deutschen Wörter und Sätze. Aber Mama hat er noch nicht gesagt? Da liegen wir auch keinen Wert drauf, auf Mama und Papa. Das ist reine Nachplapperei. Und wir würden doch eher mit dem Vornamen angeredet werden wollen. Und nicht mit Mama und Papa. Das kann gefährlich werden. Aber man weiß nie, ein Wildtier ist ein Wildtier. Jede, auch die allerkleinste Gefahr versuchen sie von dem Jungen fernzuhalten. Es wird gewischt, festgehalten und abgesichert. Aber er versteht alles. Wir haben so ein Poster mit 100 Tieren drauf und er zeigt auf Anhieb den Feuersalamander und den Zitronenfalter und das Jack und sonst was. Zeig mal den Kraken. Er zeigt auf Anhieb. Auch heute noch? 3,5 Jahre später besuchen wir Kai Julius erneut. Ja, er ist sehr lebhaft und Papa ist ja im Ruhestand. Ich habe allerhand zu tun. Das Wichtigste ist, ihn irgendwie dazu zu bringen, bei einem Thema zu bleiben, sich zu konzentrieren. Kai Julius, das stört ein bisschen. Kai Julius, kommst du mit, setz dich mal aufs Sofa. Auch musikalisch geht es bei den Dörings eher klassisch zu. Er hört das gerne. Er hat auch schon aus eigenem Antrieb gesagt, dass es ihm gefällt. Kuschelchen, nimmst du mich mal in den Arm? Uiuiui, dann nehme ich dich in den Arm. Also das ist ein super Gefühl. Das Gefühl, kaputt zu sein, kenne ich nicht. Ich habe auch noch nie wegen Krankheit in der Schule gefehlt. Oh, das ist aber zu laut. Kuschelchen. Komm bitte,